Die Algarve ist wirklich brechend voll. Nachdem wir auf unserer ersten Station ja noch Glück hatten und ein Plätzchen noch gefunden haben, gut, am zweiten, das war so ein großer Platz, da war das auch nicht das ganz große Problem. Ja, aber gestern wollten wir ein Stück weiterfahren. Ja, leider ging da gar nichts mehr. Campingplatz war brechend voll, obwohl es ein Platz mit angeblich 400 Touristenplätzen sein soll. Da war nichts, also mussten wir weiterfahren. Es musste wieder Plan B raus. Ja, wo wir jetzt letztendlich gelandet sind und was wir hier so alles erleben und entdecken, erfahrt ihr alles in diesem Video. Das war wohl nix. Eigentlich wollten wir heute nur 40 Kilometer fahren. Zumindest hier auf dem Campingplatz, den wir uns ausgesucht haben. Ja, die Dame an der Rezeption druckste auch schon rum, wo wir kamen. Ja, wir können ja mal gucken gehen, dass wieder so ein Platz, wo freie Platzwahl halt ist. Da war definitiv nichts mehr. Also ein Platz war noch so ganz in der Ecke. Aber da hast du nur Schatten und Bäume über dir gehabt. Ja, also Plan B. Wir fahren weiter. Jetzt nochmal rund 30 Kilometer. Mal sehen, ob wir da mehr Glück haben. Sieht's aus. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Runner on Tour aus Portugal, von unserer Auszeittour überwintern im Süden. Ja, gestern mussten wir am eigenen Leibe erfahren, wie voll doch die Algarve hier in Portugal ist, weil wir wollten eigentlich nur eine kleine Strecke fahren, wollten in das Örtchen Alvor auf den gleichnamigen Campingplatz. Ja, war angegeben mit rund 400 Touristenplätzen, also relativ groß, haben wir gedacht, da werden wir wohl ein Plätzchen finden. Ja, wir rein zur Rezeption. Die Dame sagt erstmal gleich, wir sollen erstmal schauen, ob wir überhaupt noch einen Platz finden. Das haben wir dann getan, gemacht. Das war wieder so ein unparzellierter Platz. Also jeder konnte sich den Platz selber aussuchen. Ja, da war einfach nichts Vernünftiges mehr frei. Nachteil dieser Plätze, die unparzelliert sind, ist natürlich so, dass manche auch Landgewinnung betreiben. Also wir haben da einen Fall gesehen, das war ein Wohnwagen, Vorzelt, dann wurde noch schön die Wäscheleine aufgehängt und dann stand der PKW noch getrennt. Also da hätten normalerweise drei Reisemobile stehen können. Gut, ist nicht mehr so. Also sind wir weitergefahren und sind jetzt in der Nähe der Stadt Lagos. Steht wieder unten drunter. Bisschen außerhalb, sind ca. 5 Kilometer. Nächste größere Ort vom Campingplatz ist das Örtchen Luz. Ja, heute der erste Turn geht Richtung Lagos. Wie gesagt, 5 Kilometer haben wir jetzt schon bewältigt. Wir sind jetzt mittlerweile hier schon am Strand im Hintergrund. Ja, wir gehen jetzt auf Entdeckungsreise, was es hier alles so Schönes zu entdecken gibt in diesem Städtchen. Und ich würde sagen, ihr begleitet uns wieder. Ich sage nur viel Spaß bei diesem neuen Video von Runner on Tour. Say you love me, say you don't. Just give me something,
so I can move on. Pull me closer or push me away. Let me know if we'll be okay. 'Cause I can't stand another moment of you playing with my mind. I'm so tired of never knowing, so spell it out. 'Cause I won't stay awake till morning. I won't stay another night. If you're feeling something for me, say it now. 'Cause I can't wait for you forever. Patient with your love. Sometimes you don't show it enough. Jetzt sind wir in der Marina von Lagos, ja, relativ stadtnah, viele Restaurants und sind auch alle gut besucht, obwohl wir jetzt mitten in der Woche sind. Ist halt die Lage relativ zentrumsnah. To the big scene, take it all.
nur für kleine Leute. Ja, heute Morgen sind wir den kürzesten Weg in Richtung Innenstadt gelaufen. Das ist fast direkt gegenüber vom Campingplatz, gegen einen Fahrradweg. Gerade durch an einem Golfplatz vorbei, an so einem tollen Vororten vorbei, bis wir direkt in der City waren. Das waren ja diese 4-5 Kilometer. Ja, und jetzt zurück gehen wir direkt an der Steilküste. Und hier gibt es einen ganz tollen Holzbohlenwanderweg. Da hinten, der ist sogar ganz neu, der roch noch ganz frisch nach Holz. Da sieht man noch die alten Wanderwege, die teilweise abgebrochen sind oder die Küste ein bisschen schmaler geworden ist. Ja, jetzt gehen wir hier, sind kurz vor der Spitze, die, wie nannte sich das? Jetzt muss ich nochmal nachgucken, ich schreibe euch das unten rein, die Spitze des Erbarmens. Und ja, ich zeige euch das nachher auch noch auf der Karte, unseren schönen Rundweg. Aber lasst uns noch hier an der Küste vorbeigehen und immer in die tollen Buchten reingucken. It's not too late to be heard. So tell me what I need to know.
Wir haben es geschafft und sind zurück am Ranner. Wie viele Kilometer waren das jetzt? Wir blenden es mal kurz ein. Es ist echt der Wahnsinn. Fix und alle. Also 22. Hin war ja was flott. Ratzfatz waren wir im Städtchen gewesen. Und zurück, das war schon... Ja, sah immer schön gut aus auf der Karte, parallel zur Küste. Aber die Höhenmeter habe ich etwas unterschätzt. Aber ja, zur Stadt selber? Ja, geht so, ne? Wir sind mittlerweile verwöhnt. Klar, es gibt ein paar schöne Sachen, so die Markthalle war nett oder das Kastell. Aber eigentlich hatten wir ein bisschen mehr erwartet, ne? Also das war jetzt nicht so, dass ich sagen kann, das sind die Top 3 der Städte, die wir besucht haben. Aber trotzdem hingehen muss man einfach mal machen. Ja, das Highlight war ganz klar heute der Rückwanderweg direkt an der Küste mal lang. Am Anfang war es ja so ein Holzweg. Gut, dass wir dann irgendwann auch mal langweilig mit der Zeit. Die vielen Buchten und die schönen farbigen Felsen, ne? Also das war... Ja, überall diese Aussichtspunkte ja, auch. Da macht man natürlich auch immer noch etliche Kilometer extra. Ja, und dann ab der Bucht, blenden wir mal unten ein, wie die hieß, ging es dann nur noch berghoch an der Stallküste. Das war Naturfahrt. Ja. Ja, und dann ging es wieder? Ja, bis oben zum Turm, nur 109 Meter da, Atalaya. Und dann dieser besondere Felsen, Roja Negra, ja, also der schwarze Felsen. Und ja, dann ging es zum Glück nur noch runter. Ja, aber das war das Anspruchsvolle heute. Das war ein richtig rustikal. Das war rustikal. So, jetzt würde ich sagen, das war's vom heutigen Tag. Wir sind fix und alle. Wir müssen jetzt Wunden lecken. Ich zeig nochmal den Rundweg auf der Karte. Genau. Dass ihr auch ein bisschen Schweißperlen bekommt wie wir. So, und jetzt was Kaltes. Genau, Hopfen-Kaltschale. Bis nachher oder bis morgen. Ja. Und jetzt gibt es wieder einen kleinen Schwenk über den Campingplatz. Und so heißt der Orbitur Valverde. Gehen wir mal rein. Rechts ist die Rezeption. Da vorne ist ein bisschen was für die sportliche Seite. Schwenken wir mal nach rechts hinter der Rezeption. In diesem Zaun befindet sich die Poolanlage, jetzt im Winter aber nicht nutzbar. Ja, hier ist jetzt ein Restaurant und da ist der Supermarkt, der jetzt im Winter aber auch geschlossen hat. Baguette könnt ihr an der Rezeption einen Tag vorbestellen. Mietobjekte gibt es hier auch auf diesem Campingplatz und über den gesamten Campingplatz verteilt sind verschiedene Sanitärgebäude. Waschmaschinen gibt es auch. Ja, bis 40 Grad könnt ihr hier waschen. Und auch hier wieder reichlich Mobile Homes. Ja, das war ja der zweite Campingplatz, den wir angefahren haben. Aber der erste war ja rappeldicke voll. Und dann haben wir natürlich erst am Anfang erstmal gefragt, ob es noch ein Plätzchen gäbe. Der gute Mann an der Rezeption hat gesagt, im Sommer kann es schwierig werden, aber jetzt in der Zeit kein Problem. Weil es gibt hier insgesamt 600 Touristenplätze. Ja, das ist auch überwiegend wieder ein naturbelassener Platz. Sucht euch einfach einen Platz aus. Kleine, große. Manchmal sind die auch ein bisschen parzelliert. Ja, und die besten Plätze, also die sonnigen, sind natürlich zuerst weg. Also wir mussten auch ein wenig schauen. So, ab und zu ist ein Bäumchen drauf. Ja, Rasenmäher können sie auch mal wieder einsetzen. Teilweise sieht das doch ein bisschen, ja, sag mal, grün aus. Freies WLAN gibt es im Bereich der Rezeption und des Restaurants. Auch hier wieder viele, viele Blümchen und viel Grün. Ja, für große Fahrzeuge ist hier auch noch Platz. Eine Fähr- und Entsorgungsstation gibt es auch. Die befindet sich hier mit Poteneinlass, Frischwasser und Toilettenentsorgung.
Das ist jetzt das Sanitärgebäude in unserem Bereich. Also insgesamt gibt es 4, habe ich nochmal nachgelesen. Gehen wir mal rein. Duschen mit heißem Wasser. 3 Stück. Hier ist der Bereich für die Handwäsche. Ja, und hinter dieser Wand ist der Bereich zum Geschirrspülen. Ja, und das ist das größte Handicap. Es gibt nur kaltes Wasser. Das ist eigentlich ein No-Go. Das heißt, Heidrun holt immer einen Wasserkocher, warmes Wasser oder heißes Wasser. Und geht dann abwaschen. Nicht Heidrun? No-Go. Frischwasser, Zapfsäulen gibt es auch. Die sehen so aus. Die sind überall über den Campingplatz verteilt. Ja, man sieht, der Campingplatz ist ein wenig in die Jahre gekommen. Ja, und hier steht jetzt der Renner. Halbwegs sonnig. Ein Riesenplatz. Ist da vorne hin. Brauchen wir nicht. Aber hier kann doch kein anderer mehr reinfahren, weil wie soll der hier wieder rauskommen? Ja, was kostet der Spaß? Mit Strom haben wir 23,40 Euro bezahlt. Strom, wie gesagt, kostet hier für eine Nacht 5,25 Euro. Also könnte auch ohne bleiben, dann wird es günstiger. Ja, was könnte man mit der Fläche noch machen, Heidrun? Tanzsaal? Können wir untervermieten? Das war der kleine Schwenk über diesen Stellplatz. Vielleicht ist der Campingplatz. Bon dia vom zweiten Tag hier aus Luz/Lagus. Ja, wir sind schon wieder unterwegs. Wir gehen heute nach Luz auf kürzesten Weg. Da haben wir ja gestern schon von der Steilküste gesehen, den Ort und den Strand. Ja, wir haben noch ganz lahme Knochen von der gestrigen Wandertour. Deswegen gibt es heute einen kurzen Weg hier durch die wunderschöne Natur. Nicht an der Straße lang, sondern hier parallel, genau wie wir gestern zurückgekommen sind. Und ja, wenn ihr Lust habt, begleitet uns. Nach 2,5 Kilometern sind wir am Strand und an der Promenade von Luz. Ja, war ein wunderschöner Weg gewesen, eben durch die Natur, hatte Heidrun ja schon gesagt. Und es ist einfach faszinierend, dieses schöne saftige Grün, die ganzen Blümchen, einfach toll. Ja, hier hinter uns ist irgendwie so ein Restaurant abgefackelt. Da war eben richtig noch was los, also qualmt noch ein bisschen. Ja, wir schauen jetzt mal, was wir hier noch so alles erleben und entdecken. Ihr kommt wieder mit. Wo waren wir gestern? Man sieht das da oben, ne? Da oben. Sind wir lang gekraxelt. Das packen wir heute nicht mehr.
Das war doch zum Abschluss nochmal ein kleiner Spaziergang zum Strand von Luz. Ja, nichts Besonderes, aber wie gesagt, sind nur 2 Kilometer hin. Das kann man einfach mal in Angriff nehmen. Und wenn die Sonne scheint, bringt es richtig Spaß. Ja, morgen geht es weiter. Wir bleiben in Portugal. Wo es hingeht, erfahrt ihr im nächsten Video. Ja, kleines Fazit. Ich glaube, das haben wir gestern schon gesagt, beim ersten Tag. Das war eigentlich die große Tour. Das passt. Heute war auch nochmal witzig, diese kleine Tour. Ja, nur nächstes Mal nur. Letzter Eindruck gerade hier vom Campingplatz nochmal. Also schon mächtig. In die Jahre gekommen. Ja. Hatte ich aber gerade schon gesagt. Aber hat alles, was man braucht, außer, wie gesagt, das Abwaschwasser. Das geht gar nicht. Aber wie gesagt. Kann man sich helfen. Ja, ob der nur 23. Wäsche wasche würde ich hier auch nicht, glaube ich. Nee, 40 Grad und diese Rumpelmaschinen. Ja, und 23, 40 ist schon für den Platz ambitioniert. Aber wir waren froh, dass wir noch einen Platz gekriegt haben. Und machen einen Haken drunter. Für 3 Tage, für 3 Nächte ging das hier auch wieder. Okay, morgen geht's weiter. Was kommt jetzt wieder, wenn es euch gefallen hat? Also dieses Video, Däumchen hoch, freuen wir uns immer ganz doll drüber. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Dann seht ihr genau, wo es weitergeht bei Runner und Tour. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann sagen wir Tschüss. Tschüss.